zum Beispiel hier rein und hier gleich dann hier rein. Oh, unsere Vasallen drinnen auch schon ganz fleißig. Sehr gute Männer hier. Sehr gut. So, wir belagern hier zurück. Oh, jetzt ist er, hat er sich verzogen. Ah, jetzt können wir hier nicht rein nach Orissa, weil wir keinen Zugang haben. Das heißt, jetzt belagert er erstmal hier. Vielleicht kümmert sich ja Orissa um die. Habe ich jetzt auch kein Problem. Wir bleiben mal hier stehen. Mit euch auch hier. Wir werden mit den 21 Mal hier hoch marschieren. Wir werden dort den Anführer ausrüsten. Damit der hier oben in Ruhe drillen kann. Und die 29 bleiben erstmal hier oben. Kümmern sich dann um den. Hier ist drinnen der Hakim Abadi. So, 7%. Gut, also, wie sieht's aus? Momentan haben wir eine relativ stabile Situation, wie ich finde. Spionagenetzwerk, wo ist das? In Bengalen, das hier aufgebaut wird. Habe ich hier nicht schon... Ich habe ja schon jede Menge Kriegsgründe hier. Guge, Kandesh, Monga... Nein, wir brauchen von Bengalen welche Provinzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Provinzen. Okay. Wir brauchen 6 Provinzen, die wir uns jetzt noch nicht holen können wegen der aggressiven Expansion. Wir warten mal ein bisschen ab. Schauen mal, ob wir etwas Geld verdienen können, ob wir sonst noch irgendwie was aktiv dürfen können. Hier unten wird der jetzt annektiert. Sehe ich hier irgendwo, wann der fertig ist. Bis Oktober 1652. Jetzt ist die Frage, wenn wir unsere anderen Vasallen hier so timen. Ah, hier geht's noch nicht. Wir brauchen hier mehr Punkte. Wir machen mal eine Staatsebene hier. Im Moment Dang. Dang ist doch ist ein Vasall von uns. Wieso ist hier keine Staatsehe bei Dang? Tirhut gehört auch zu uns. Wir auch keine Staatsehe. Aber wir könnten Dang so quasi timen, dass die ungefähr gleich enden mit Patna. Also wir brauchen hierbei dann eine Meinung von 190. Richtig gut wäre es natürlich, wenn Orissa uns angreifen würde. Ah, Mingarat und Prome. Orissa wird ein schweres Stück. Das waren die doch, die gerade eben noch mit Vernagar verbündet waren. Dann müssten wir hier die zum Beispiel Gariat angreifen. Und Orissa mit reinnehmen. Irgendwie so. Wir werden uns noch ein paar Einheiten holen. Und zwar aktuell 11 Stück. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
jede Menge Kanonen. Ja, mal schauen, ob da den anderen Vasallen vielleicht die Meinung etwas besser ist. 121 Belutschistan. Aber Belutschistan wird ja auch ewig lange dauern zu integrieren, wenn das überhaupt möglich ist. Wir werden mal den vom Spionage-Netzwerk hier abziehen. Wir müssen ja keinen Anspruch mehr machen. Also hier Beziehungen verbessern bei Belutschistan. Bei Kanda. Kanda. Wo ist denn Kanda? Ach, hier unten ist ja auch noch was. Das können wir, glaube ich, nicht integrieren, weil... Genau, weil wir keine direkte Verbindung dazu haben. Also das fällt schon mal raus. Dann 113, 122 Tirhut. Tirhut war hier oben. Das geht noch nicht, weil das noch nicht 10 Jahre läuft. Patna hier unten läuft momentan. Dann bleibt nur noch Dang oder Belutschistan. Wir schauen mal, wo wir hier die Werte schneller hochbekommen. Können wir hier noch was machen, zum Beispiel Belutschistan. Dass ich sage, Nation beeinflussen für 25 Punkte. Kostet uns 51 Dukaten, das ist okay, können wir machen. Dann noch Militärzugang gewähren. So, jetzt holen wir uns mal den hier oben. Also Belutschistan. Militärzugang. Gewähren können wir nicht machen. Leider, wir können ein Geschenk senden. Für 75 Dukaten. Dann sind wir schon bei 173. Und natürlich die Beziehungen verbessern. Erstaunt, wie ruhig es momentan ist. Entweder sind wir jetzt schon so mächtig, dass uns keiner mehr was kann. Das Gefühl, Euraten wird immer größer. Russland ist auch riesig, aber das sieht halt auch nur groß aus, oder? Ja, wobei, die sind ja auch schon reingewachsen. Aber das sieht halt einfach nur groß aus, weil die ganzen Provinzen so, glaube ich, groß sind. Sind ja, eine Provinz ist schon so groß wie fast die Hälfte unseres Landes. So, Delhi ist immer noch im Krieg mit irgendjemandem. Immer noch mit Nepal. Bei 48 Punkten. Die werden nicht fertig, habe ich das Gefühl. Die können das irgendwie... Die haben da eine Pattsituation. Na, wobei hier unten wären ja noch 9000 von Nepal. Weiß nicht, was der macht. Oh, der Flaschenkorken wurde erfunden. Und wir haben eine Menge Kernprovinzen. Und wir müssen wieder Sitze verteilen. Oh, das reicht schon. Dann ein paar Staaten gründen. Würde ich mal sagen, werden wir uns gleich mal um die Annexion von Belutschistan kümmern. Schutzdefizit. Unsere Entschlossenheit, den freien Handel zu fördern, führte zu Verlusten inländischer Händler.
Wettbewerb mit ausländischen Rivalen. Das ist Pech. Oder 15 Diplomatiepunkte. .02 auf 0,03. Na gut, machen's mal. Dann ein Diplomatieberater. Diplomatische Reputation plus 1, die ist wichtig, wenn wir dann jetzt bald irgendwann mal die Annexion abgeschlossen haben. Vielleicht überlebt er das noch bis dahin. Also ich bin jetzt wieder etwas optimistischer gestimmt, was das Enddatum anbelangt. 18 irgendwas, 1821 oder so. Dass wir hier dann doch noch die Provinzen jetzt bekommen. Das sieht für mich jetzt machbar aus. Haben wir jetzt hier 4 Anführer? Ah, jetzt hat es hier gezählt durch unser Kaiserreich. Haben wir jetzt 4 Anführer. Das heißt, wir könnten hier oben auch nochmal einen Anführer reinsetzen. Und den dann auch noch drillen lassen. Und wir kriegen einen Arsch voll hier an. Was ist das? Professionalität. Die hier steigt und steigt und steigt. Und dann können wir uns immer noch eine Rekrutenreserve holen. Immer und immer und immer. Wenn wirklich Not am Mann ist. Wir fahren mal die Burg runter. Für mehr Geld. .86 bei Belutschistan. 188. Sehr gut. Der Mann. 190. Wir haben keinen Diplomaten. Ich warte sicherheitshalber noch mal einen Monat ab. Schon wieder ein Spionagenetzwerk von Ling entdeckt. Okay. Raus mit dir. Das wird ewig lang dauern jetzt mit Belutschistan. Sehe ich hier, wann das aufhört? Moment mal. Juni 1657 ist das angepeilte Datum. Ah, das kostet dann auch so unglaublich viel hier. Ah, wir können uns das nicht leisten. Wir haben einen monatlichen Anstieg von 5. Durch die diplomatischen Beziehungen minus 1. Ah, der ist aber da schon drin normalerweise. Also wir haben 5. Verlieren jetzt aber, sehe ich das richtig, 4 Punkte. Ah, wir haben insgesamt 9. Verlieren jetzt schon 4 Punkte durch die Annexion. Wenn wir jetzt nochmal annektieren, verlieren wir nochmal 4 Punkte. Dann sind wir nur noch bei plus 1 bei der diplomatischen. Und wir brauchen ja die diplomatischen Punkte, damit wir hier die Technologie etwas nach vorne bringen. Nee, ich werde Belutschistan jetzt nicht annektieren. Und bei Dang hier oben. Dang würde, denke ich mal, relativ schnell gehen dann. Wir werden die mal etwas unterstützen. .62. Wir schauen mal, wie lange Dang dann braucht. Da macht es aber auch keinen Sinn, wenn wir die jetzt annektieren. Weil dann sind die fertig. Dann bekommen wir wieder den Malus für die diplomatische Reputation. Und dann braucht Patna hier dreimal so lange. Oh, das ist verzwickte Sache. Verzwickte Sache ist das. Wir müssten Dang kurz, bevor er hier fertig wird, müssten wir die dann annektieren. Irgendwie so. Aktuell eine diplomatische Reputation von 0,96. Das ist nicht wirklich viel. So, ich würde gerne nochmal Krieg führen. Ein Krieg geht heute noch. Ah, Delhi ist offenbar jetzt Geschichte. Oder haben die noch irgendwo eine Provinz hier? Also Delhi sieht so aus, als wären die weg.
Habe ich die? Die? Dili, so schreibt man Dili, oder? D-L-I-L-H-I. Die sind offenbar jetzt wirklich ausgelöscht worden und Nepal führt gleich nochmal einen Krieg gegen Uge, Kandesh, Bengal und Sikkim. Ah, das wäre so gut. Ah, jetzt könnten wir natürlich auch Bengal nochmal. Aber da verlieren die. Wahrscheinlich will er sich das hier oben holen, Uge. Aber die aggressive Expansion ist einfach... Was ist die aggressive Expansion? Ah, jetzt. War alles grau jetzt gerade eben. Hat er etwas gebraucht, bis er unsere Zahlen hier... 69. 67. Und so. Ich meine, wenn wir nur noch diese Provinzen bräuchten, dann wäre es mir wurscht, dann würde ich es machen. Aber wir brauchen ja vom... Missionsbaum brauchen wir ja hier. Oh, vergibt 5 Handelszentren von mindestens der Stufe 2 an Baishia. Wahrscheinlich an den Stand Baishia. Okay, das können wir gleich noch machen. Aber wir brauchen ja das hier noch. Arabische Pferde. Stand 3 Puten hat höheren Einfluss als 70, hat höhere Loyalität als 70 und besitzt mindestens 5 Gebäude des Typs Kaserne. Das können wir noch bauen. Das geht. Aber das ist schon schwierig. Dann kommt hier nochmal Loyalität höher als 70, Einfluss höher als 70 und 120 Disziplin. Meine Güte. Das wird ja auch nochmal ein starkes Stück hier. Disziplin war hier. Da haben wir aktuell 100. Da muss ich mich da mal schlau machen, wie wir Disziplin erhöhen. Und als letzte Mission dann auch wieder alles über 70 und 125 Disziplin. Willst du mich verarschen? Meine Güte. Pass auf, 5 Handelszentren müssen wir von mindestens Stufe 2 an Baishia. Wir können ja, können wir nachschauen, was Baishia, das irgendwie, was Baishia für Provinzen hat. Ist das hier? Wird von Baishia kontrolliert, also die gelben. Das heißt, wir geben hier, wir bauen hier ein Handelszentrum für 200 Gold. So. Hier auch für 200. Ah, hier gibt es keins. Ah, der Umschlagplatz. Ist der immer nur fest vorgegeben oder kann ich den bauen? Ich denke mal, der ist fest vorgegeben an bestimmten Provinzen. Vorgegeben, okay. Das heißt, wir müssen uns hier Provinzen suchen, wo der hier auftritt, hier unten zum Beispiel, und müssen hier Baishia zuordnen. Baishia. Und dann müssen wir das ausbauen. So. Dann hier oben. Hier auch. Zack. Kann kein Stand... Oh, sehr schön. Gut, dass ich das jetzt abgegradet habe. Kann kein Stand auswählen. Provinz hat Sitz im Parlament. Kann ich den wieder wegnehmen? Mist. Ich kann ihn nicht mehr rausnehmen. Das ist ein Skandal. Oh, haben wir gar nicht so viele. Ach, die sind auch mitten im Land. Podium, Inlandhandelszentrum ist das. Kann ich auch keinen Stand zuwählen. Habe ich alles schon hier an Parlament vergeben. Ich muss doch hier irgendwo der Karte auch sehen. Ah, okay, das sind immer diese Symbole hier. Baishia. Upgraden. Jetzt haben wir 1, 2, 3. Wir brauchen noch ein. Wir brauchen noch ein Inlandteil hier, das wir Baishia geben können. Ich hätte vorher speichern sollen. Aber normalerweise müsste das jetzt gewesen sein. Wir warten mal den Monat ab.
ich hätte vorher sparen sollen. Ich habe jetzt so viel zugeordnet. 5 waren's? Ah, tatsächlich. 5 waren's. Das heißt, wir setzen hier nochmal. Hier ist Brahmanen. Hier können wir einen Stand setzen. Weisha. Und Upgrade. Ah, okay, jetzt kommt's. Und wir bekommen dafür Handelseffizienz 20%, Handelseinfluss global 5%. Langsam füllt sich der Baum. Also, wir haben noch eine Aufgabe hier für die Provinzen. Und dann müssen wir das irgendwie mit den Raiputen hinbekommen. Kadra, kannst du mir sagen, wie ich Disziplin steigern kann? Ich muss hier auf 120% kommen. Absolutismus plus 0,8. Das war, wurde Absolutismus angezeigt. Dass ich das schon wieder nicht mehr weiß. Hier. 17. Hallo Dietzel. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Bei uns läuft alles super. Und jetzt, weil ich gesagt habe, dass alles super läuft, wird uns wahrscheinlich gleich mal der Krieg erklärt. Ich werde mal kurz zwischenspeichern, damit wir hier nicht wieder von vorne anfangen müssen. Händler ist bankrott gegangen. Handelswacht minus 10. Oder wir verlieren ja ein paar Punkte. Also ich speichere mal zwischen. Wir haben schon wieder 9/3. Mensch, so schnell geht die Zeit hier. Warum? Hallo Wall. Offensividee, Qualitätsidee, Richtlinie aus Kombination Qualität und Wirtschaft und Militärberater. Das wären schon mal 20%. Das würde ja schon reichen. Oder wir brauchen hier 25. 125 brauchen wir. Oh Mann, das ist aber jetzt schwierig. Wir haben ja hier Wirtschaftsideen genommen. Das heißt, die nächste Idee. Dann noch eine Gottheit dazu. Ich schreibe mir das mal eben auf. Disziplin steigern, weil wir das eventuell dann beim nächsten Mal brauchen. Offensividee plus Qualitätsidee plus Richtlinie aus der Kombination Qualität und Wirtschaft. Wirtschaft haben wir ja jetzt gewählt. Militärberater und Äftel Gottheit dazu. Wirtschaft haben wir ja jetzt. Das heißt, wir bräuchten nur Qualität und Offensiv. Der Dietzel ist krank. Eine fette Erkältung. Morgen auch noch mündliche Prüfung in der Schule. Ja, gehst du dann überhaupt in die Schule oder meldest du dich krank? Hallo Chris. Kommen denn die Rebellen raus? Bahawalpur und Multan. Bahawalpur ist hier unten. Wir warten mal ab, bis die rauskommen. Wir werden so lange jetzt erstmal weiter drillen. Sieht's aus. Wir können schon fast 90.000 Rekrutenreserve nachteilig ausheben. Oh, was ist denn hier passiert? Nepal! Ich weiß nicht, ob er noch da ist und ob er das sieht. Okay, Nepal hat verloren den Krieg und Guge ist ordentlich gewachsen hier. Meine Güte. Nicht schlecht. Ah, Orissa ist immer noch mit Ming verbündet. Ärgerlich. Aber irgendwie so aktiv die Disziplin steigern geht leider nicht, oder? Dass man so wie beim Drillen oder so, dass man das schafft. Schau mal, was im Tooltip steht.
Taktik, Führung, Moral, Ausrüstung waren im Kämpfen von Bedeutung, genauso wie die Disziplin der Soldaten. Zuverlässige Soldaten, die auch unter Beschuss ihre Formation hielten, erwiesen sich im Kampf als besonders effektiv. Der angerichtete Schaden wird von eurer Disziplin vervielfacht, der erhaltene Schaden verringert oder erhöht sich abhängig von der Disziplin eurer Truppen. Steht leider nichts mit dabei, wie man das hier erhöht.